Die Landesregierung sorge für Chaos, prangert die Opposition an. Die Leute haben natürlich gemeint, ab gestern gilt das Dekret und alle sind zum Testen gegangen. Es ist das passiert, was ihnen gerade jetzt nicht passieren dürfte. Menschenansammlungen vor den Apotheken, vor den Hausärzten, und alle haben selbst bezahlt. Firmen haben für 20, 30 Mitarbeiter über 1.000 Euro für die Tests ausgegeben, die alle hinfällig sind, weil sie ja nicht bis Montag gültig sind.